Einen wunderschönen Willkommen zurück zu einer weiteren Runde von The Witcher. Wir befinden uns im Sumpf irgendwo hier beim Friedhof. Also wahrscheinlich auf der anderen Seite von dem Friedhof, wo wir schon mal waren. Und hatten beim letzten Mal hier eine Begegnung mit dem Hauptmagier, wie auch immer, der uns seltsamerweise nicht platt gemacht hat, obwohl er eigentlich gegen die Scoia'tael ist. Und da haben wir auch aufgehört. An der Stelle. Hier sind noch Überreste. Wo? Da. Vielleicht sollte ich die zu mir führen hier. Soweit möglich. Und das mitnehmen. Wer weiß, was wir daraus noch machen können. Da sind noch welche. Ich darf bloß nicht durchlaufen. Boah. Da liegen noch welche. Hier ist ein Büschelkraut. Okay. Da ist noch ein Überrest. Sehr schön. Und wie immer speichern wir dezidiert hier, ne? So, wir sind jedenfalls in einem neuen Gebiet. Keine Ahnung, was uns hier erwartet. Ich hoffe, nichts Schlimmes. So, mit mal ein bisschen auf die Karte gucken. Druidenhöhle liegt vor uns. Na, Glythander. Was hier ist die Druidenhöhle vor uns? Ich glaube, das ist was versperrt. Okay, das geht also nicht. Da wollen wir nicht hin, da kommen wir her. So ein kleiner, wässriger, feuchter Irrgarten hier. Auf jeden Fall ist da eine Feuerstelle. Ich glaube, die können wir gebrauchen, weil wir ein Level abgemacht haben, ne? Beim letzten Mal. Und konnten es auch noch nicht ausnutzen. Hatte ich. Leider. Aber war sehr gut. Also, einfach den Wort, die letzte Aufzeichnung damit angucken. Dann sollte das passen. War wie gesagt, sehr gut. Wo ist denn? Ach, hier, wa? Nee? Hä? Es gibt aber scheinbar unterschiedliche oder mehrere Enden bei dem Spiel. Also, es gibt da so noch ein paar Entscheidungssachen. Und es war, also ich musste mich ja korrigieren, es war kein Zwei-Mann-Projekt, sondern eigentlich war es ein Ein-Mann-Projekt mit ein bisschen Support, was jetzt Musik und Vertonung und so betraf. Aber die eigentliche Entwicklung und Geschichte und so weiter war alles an einer Person. Und auch das grafische Gestalten. Und mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Es gab einen riesigen Schreckmoment noch. Aber. Naja. Aber war gut gemacht. Hatte ich so nicht erwartet. Das ist so eine Default-Standardhöhle. Ach, da sitzen sie alle. Vielleicht können wir hier noch. Uns fehlt ja noch. Königlicher Jägersmann ist auch hier. Euer Ruf eilt euch voraus. Soll heißen. 5 Ungeheuer sind tot. Das ist eine Belohnung wert. Dieser Runenstein könnte nützlich sein. Ja, wenn ich den irgendwie anbringen könnte, ne? Kann ich behilflich sein? Es heißt, tödliche Ungeheuer hätten sich nahe der Gruft in den Sümpfen eingenistet. Na toll. Wisst ihr mehr darüber? Die Leute sprechen von einer Art Fledermaus und einer Vampirin. Ah, nein. Könntet ihr euch das mal ansehen? Was könnt ihr mir noch sagen? Fragt, Hexer. Ihr beschützt Verbannte? Ja, Namflug. Liebe deinen Nächsten. Betet ihr das ewige Feuer an? Eigentlich nicht, aber ich bin vorsichtig und ein paar gute Taten können sicher nicht schaden. Okay, ja, es ist eine gesunde Einstellung. Eine sehr gesunde Einstellung. Alter Druide, Druidenältester. Wer ist denn älter, der ältere Druide oder der Älteste? Was gibt's, Reisender? Der sieht sehr alt aus. Was macht ihr denn hier? Wir organisieren einen Protest gegen die Abholzung und die Ausrottung bedrohter Arten. Jetzt ist gerade nicht die beste Zeit dafür. Nach der Rebellion führen wir unseren grünen Protestmarsch bis vor das königliche Schloss. Bitte was? Wir protestieren, bis uns der König anhört. Wir haben Gesänge einstudiert wie »Rettet den Wald, macht vor Abholzung Halt« oder »Schlachtet keine Tiere mehr ab!« Namtlifer. Ich würde vorschlagen, den Protestmarsch noch lange zu verschieben.
Die Natur ruft um Hilfe. Das Spiel kann aktueller nicht sein, ne? Lebt wohl. Weißt du, auf der einen Seite haben wir eine Pest, auf der anderen Seite eine Naturkatastrophe. Die Leute wollen eben halt demonstrieren gehen, aber wir haben die Pest auf der anderen Seite. Mal gucken, ob der alte Druide hier was... Oder der ältere. Was gibt's, Wanderer? Der hat nicht so einen langen Bart. Der kann... Habt ihr Waren zum Tauschen? Haben wir, wenn ihr uns im Gegenzug gefällig seid. Gefällig? Was braucht ihr? Wir brauchen Blätter der Hundspetersilie, weiße Gott. Rosen, Edelsteine und alle möglichen Schalen. Die sind aus Naturfasern. Wir wollen keine Magie. Darf ich fragen, warum? Ist das nicht offensichtlich? Weiße Rosen werden die Kämpfenden friedlich stimmen. Schals und Tücher benutzen wir als Spruchbänder. Und die Steine? Und die Hundspetersilie? Herrje, ihr versteht ja gar nichts. Wir schwenken Blätter der Hundspetersilie in der Luft beim grünen Protestmarsch. Die Stadtbewohner werden sie als Zeichen ihrer Verbundenheit mit der Natur tragen. Aus den Edelsteinen machen wir eine Puppe von König Foltest, die wir verbrennen, wenn er uns nicht anhört. Wie bitte? Foltest ist kein Bettler. Alle müssen wissen, dass die Puppe nicht irgendeinen alten Mann darstellt. Ich bin wohl nicht auf der Höhe der Zeit. Was gibt's, Wanderer? Was hat er denn an Büchern? Zivilisationskrankheit über Ungeheuer, die aufgrund der Zerstörung der natürlichen Umwelt aufgetaucht sind. Ein großer Abschnitt ist den Zeugels gewidmet. Okay. Sumpfpflanzen haben wir schon gelesen. Großes Buch der Mineralien haben wir noch nicht gelesen. Druiden Herbarien haben wir gelesen. Da würde ich doch fast sagen, nehmen wir das hier. Kostet bloß 350. Ach, ich habe keinen Platz. Alkohol wird nicht verkauft, den brauche ich. Himbeeren, die brauche ich. Aber ich könnte ja die Süßigkeiten weglassen. Alkohol, habe ich gesagt, brauche ich. Eigentlich haben wir sehr viel Alkohol diesmal dabei. Rein zufällig. Stiegendrang. Da haben wir hier noch irgendwas, was war? Tafelwasser? Todesstaub. Okay. Trauben. So, er will Hundspetersilie haben, oder was? Eigentlich hatte ich immer Hundspetersilie. Ja, 12 Stück. Dafür kriege ich bloß 3. Nee, da behalte ich das. Wer ist er denn? Der fette Corbin, okay. Warum? Wer bist du? Leg dich doch mal hin, ich will sprechen. Bitte sagt meiner Base, ich brauche Gold, damit ich nach Hause kann. Ich weiß nicht, was ihr da redet. Ihr findet Antoinette am königlichen Hof. Ich flehe euch an. Das Ganze riecht nach politischer Intrige. In Politik mische ich mich nicht ein. Oh, und ich werde mein schönes Toussaint nie wiedersehen. Ach, Toussaint. Seine Base. Soldaten. Geralt! Was habt ihr vor, wenn die Rebellion zu Ende ist? Ich gehe vorerst nach Markham zurück. Ich hoffe, Eudora doch noch von den Breckenricks loseisen zu können. Gute Idee. Neue Talente. Komm, 2 Gold. Ach, Bronze. Gold, nicht Bronze. Nun gut, wo werden wir denn die Bronze einsetzen? Erhöht die Chance Einäschung, wirkt nur im Gruppensilber, Kampfstil, na toll. Chance auf Verursachen von Angst. Angst ist Wegrennen, ne? Klingt eigentlich erstmal nicht schlecht. Da steht zum Beispiel, erfordert Silbertalent. Ich habe gar kein Silbertalent. Starker Stahl können wir... warte mal da. Wirkt nur, wenn Geralt weniger als 15% Vitalität hat. Nochmal Schaden plus 60. Bluten 20. Bei der Striege wäre man natürlich gegen
Also da wäre aber ich Silberschwert besser. Hm? Ein Äschern betroffen. Naja, einen Äscher mache ich ja nicht so doll. Wenn der Gegner geblendet ist. Verkrüppelter Schmerz, das ist, glaube ich, besser. Blitzschnitte. So. Dann gucken wir mal, was wir hier erstellen können. Eine weiße Möwe auf jeden Fall. Nochmal eine weiße Möwe. Sehr schön. Wir sollten mit der Schwalbe... Inventar voll, ja, okay. Können wir alles nicht machen? Hier, ein Dagonsaft. Schaltet wahrer Mumm frei. Mutagene. Wollen wir den machen? Ich weiß nicht, was Mumm ist, aber... So. So, Wolf. Würger verursacht Gegnern im Kampf Schmerzen. Ist das ein Trank? Also abseits davon, wenn wir sie hauen, verursachen wir Schmerzen. Was ist Vollmond? Erhöht die maximale Vitalität um 20. Ah, wäre zumindest das Leben erstmal nach oben drücken. Wäre eine Option. Resistenz gegen Bluten um 70. Katze haben wir bisher gar nicht so richtig gebraucht, ne? Donner. Erhöht den Schaden um die Hälfte. Reduziert letztlich aber auch Ausweichen und Parieren um die Hälfte. Ja, okay. Macht versteckte Gegner sichtbar. Den werden wir hier noch ein paar Mal nehmen. Diesen Sofortheiltrank. So, und dann schlafen wir mal bis zum Morgen. Zeit zu beten. Ja, okay. Sirdele. Die Tränke müssten auf dem Boden liegen. Jawohl. So, jetzt müssen wir nämlich ein bisschen... Wir haben weißen Honig übrig. Da ist der Absud, den packen wir hier mit rein. Einen haben wir bloß geschafft. Schade. De Vries. Okay, Waldkauz. Was haben wir denn eigentlich hier? Reflexe. Schwarzes Blut. Warte mal, wir hatten noch eins, was hier Golem mag. Ermöglicht die Intelligenzausbaustufe Mondaufgang. Immer rin in den Kopf. So. Genau. Genau. Und dann hatten wir noch einen. Wolf, nein. Unbekannte Bombe. Mit den Bomben arbeite ich hier fast gar nicht. Die müssen wir irgendwie hier ablegen. Warte mal, sortieren wir mal neu. Erstmal die Schwalbe. Hat man nicht noch einen anderen Trank? Ach, der liegt wahrscheinlich auf dem Boden, ne? Komischerweise konnten wir sie jetzt aufnehmen, aber gut. Da ist der Dagonsaft. Rein damit. Und... Da haben wir nochmal den. Da haben wir noch eine Schwalbe. Hä? Es geht schon wieder los hier. Warum steht denn da Nigredo-Trank? Hä? Das ist eine andere Schwalbe als die Schwalbe. Na, jetzt wird aber der Kuckuck in der Pfanne verrückt hier. Was ist denn mit dem Internet los? Wieder zu langsam, oder wie? Katze, Schleifscher. Ich muss hier noch ein bisschen kramslos werden. Das ist nicht gut hier. Überhaupt nicht gut. Aber ihr bietet auch keiner mir eine Dings an, ne? Eine Kiste oder so. Nee, das ist versperrt. Okay, raus hier. Da ist Hundspetersilie, da ist das. So, ich möchte hier drüben zu Rabes Gruft.
irgendwie hinkommen. Ich hoffe mal, ich komme dahin. Ach, die Ekligen. Ach so, apropos Ekligen. Warte mal. Ich sollte mal schnell was essen. Ein Bonbon oder so. Ach so, ich muss ja eh in die Richtung. Hier ist nochmal eine Feuerstelle. Nochmal eine Feuerstelle. Ach, das ist der Friedhofseingang. Okay. Das ist doch eine Höhle. Hä? Achso, das ist der Eingang. Was ist das hier für eine Höhle? Habe ich da gerade eben her? Nee. Da steht Flüchtlingshöhle. Hier ist fetter Buse. Ihr schon wieder? Was wollt ihr? Ist der Bote nicht gekommen? Nein, und das wird er auch nicht, wenn ihr hier herumlungert. Hinfort! Hä? Wer ist denn fetter Buse? Na, Wolli. So, wir müssen aber in die Richtung irgendwo. Da kommen wir nicht raus, ist zu steil. Ist zu steil, geht nicht. Eingestürzte Brücke. Nun Ballissa? Huch. Bin ich schon wieder vorbeigelaufen? Ach, hier. Ist aber auch versteckt. Okay. Den hätten wir doch nie gefunden. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Okay. Da drin muss irgendetwas sein. Okay. Wieso brauche ich andere Hobbys? Das ist ein Schatzsucher. K2 geht soweit gut. Es war halt nur dieses typische, es ist mal kalt, mal warm und nur weil mal zwei Sonnenstrahlen mehr da sind, weigern sich dann halt mal die Kinder vielleicht doch mal ein Jäckchen überzuziehen, ein ganz dünnes, ein Strickjäckchen oder ein Schal oder so, ne? Und dann rührt man dann am nächsten Tag wie ein Hirsch. Tja, so kann es passieren, ne? Aber es ist nichts Schlimmes, wie gesagt, Test alles negativ. Heute haben wir uns auch nochmal testen lassen. Diesmal dann im Testzentrum und auch alles negativ. Also insofern ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass nichts ist. Aber das ist gut, dass alles gut gelaufen ist bei euch. So, mein Schatzsucher. Hier ist irgendwie Magie im Spiel. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen und dann sind Steine herabgestürzt und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Beeilt euch, solange der Weg frei ist. Ich kümmere mich um diese Ungeheuer. Okay, mein Freund. So, wir haben hier einen Durchgang, den wir kaputt brechen können. Ich speichere nur sicherheitshalber ab. Wer weiß, was uns hier erwischt. Und ich nehme schon mal sicherheitshalber diese seltsame Schwalbe hier. Sonst verstopft sie uns das Inventar. Was meine sehr zuverlässige Lieferung macht, ich könnte ehrlich gesagt kotzen.
Es ist ja kein großes Geheimnis, das, ne? Das ist der Laden mit den vier großen gelben Buchstaben, ne? Aus Schweden. Und wir haben vor, ich glaube, vor über einem Monat, ging ja nicht anders, haben wir online den ganzen Kram bestellt, haben einen Termin für die Lieferung festgelegt, der auch frei war mit allem drum und dran. Und einen Tag vor der Lieferung, also einen Tag vor gestern, ja, habe ich sogar eine SMS bekommen von Ikea, ne? Und dann, hey, es ist alles super, Termin geht klar, morgen kriegst du das. Und wir sitzen hier und nichts kommt. Und dann dachte ich mir mal, naja, irgendwie ist die Tracking-Information, da kommt nichts, ne? Oder verändert sich nichts weiter. Wirst du mal bei Ikea gucken, ob du die vielleicht irgendwie anrufen kannst oder weiß der Geil was. Anrufen ist nicht bei Ikea, nur mal so, ne? Gibt's nicht, ist abgeschafft worden, seit ein paar Monaten, zumindest explizit. Und guck dann nachher in meine Bestellung rein und dann steht dann auf einmal 20.04. Haben die einfach den Termin umgeswitcht und keine Information rausgegeben oder sonstiges. Also ich habe erstmal das, was mir möglich war, einen Kontakt ein bisschen sehr ernst formuliert und hingeschickt, wie das sein kann, ne? Weil so geht das nicht. Also ich finde es, wie gesagt, bescheiden. Ach, meine Erscheinung. Also die anderen waren netter. Warte mal. Ich erkenne mein Problem gerade. Insektoiden, Nekrophagen, Geisteröl. Ich bin fast hier tot. Was ist hier los? Ach komm, Spiel. Das ist aber ein Absturz. Hat nichts mit Speichern zu tun. Das ist jetzt ein Absturz. Wahrscheinlich hat das jetzt nicht verstanden. Das war ihm zu viel gerade. Ja, es können ja immer mal Probleme auftreten. Aber dafür gibt es ein Telefon oder eine E-Mail oder weiß der Geil was. Sie haben ja schon alle Daten. Dann muss man halt einfach mal anrufen. So sehe ich das an der Stelle. Ja. Und dann kann man auch Bescheid geben, ey, sorry, Dude, das funktioniert nicht, weil unser Fahrer ist krank und wir haben keinen Ersatz oder weiß der Geier was. Da gibt es da haufenweise Möglichkeiten heutzutage, habe ich gelesen. So, machen wir ja noch was ein bisschen scharf. Weil das ja hier Dinger sind. Wie gesagt, ich bin bei solchen Sachen der Letzte, der diskutiert. Hey. Warum machst du denn das normale Schwert raus, Geralt? Ist doch bescheuert, was du da machst. Sehr schön. Geht doch. Wo sind meine Überreste? Und eine Feuerstelle gibt es ja auch. Okay. Da. Das ist bloß. Hier geht's nicht weiter. Doch, da hinten geht's weiter. Eine Erscheinung. Okay. Nee, den Fisch will ich nicht haben. Da hinten irgendwas drin. Nein. Ach, jetzt wie im dritten Teil eine Armbrust. Nein, nicht wieder. Doch, das ist richtig. Schon. Sehr schön. Keine Ahnung, wie schwer das hier drin werden wird. Ich speichere bloß sicherheitshalber ab, ne? Weil Quicksave ist ja nicht. Und Abstürze sind ja trotzdem da. Ja, ich habe Geister eingeölt. Ja.
Ich habe ein Geschmeide aufgetragen. Bin ich schon da? Oh, das ist einfach nur ein separater Gang, der keinen Durchbruch hat, oder was? Meteoritenschwert. 16, 5 parieren, 33 Rüstung. 15? Ah. Also es wäre besser, ne? Oh, Teil einer Rüstung. So. Elfenschwert aus den blauen Bergen. Da stand doch letztes Mal was anderes da, ne? Warte mal. Da stand doch eindeutig was anderes da. Na, ist egal. Wir haben jetzt ein besseres Schwert. Und wir haben... Oh, noch eine Truhe sehen. Ja. Wie gesagt, es gibt... es ist wahrscheinlich eher nur eine Häufung und es ist alles auch sehr viel personalabhängig. Aber... diese ganzen Läden leben durch Leistung, Dienstleistung und weiß der Geier was und wollen was verkaufen. Und die wollen auch, dass die Kunden wiederkommen und was kaufen. So weit, so gut. Aber dazu muss ich halt Dienstleistung erbringen. Und die Dienstleistung wird ja auch bezahlt. Also wir wollten das auch anliefern lassen mit einem, geht ja auch nicht anders. Ne? Wir wollen keinen Aufbau, ne? Damit keiner hier bei uns irgendwo durchflutschen muss. Einfach nur eine stinknormale Lieferung und dafür bezahlst du richtig viel Geld bei IKEA. Also ich glaube, wir liegen dabei 80, 90 Euro irgendwie so in dem Dreh für die Anlieferung. Und ist auch alles kein Problem, ja, weil die Alternativen wären schlimmer. Dann muss das doch aber irgendwie klappen, dass die paar Kisten dann wenigstens auf dem großen LKW bei uns ankommen. So, speichern. Der rosa ist doch der normale Lappen, oder? Oder pink, oder ja, den rosa habe ich. Aber das ist ja auch kein Wunder. Okay, so. Was gibt's hier? Mal gucken. Nichts weiter. Also da kommst du also nur durch, wenn du den Spruch hast. Naja, aber wir haben es gefunden. Immerhin. Oh, warte mal, hier geht's ja weiter. Huch. Aha. Wäre ich ja fast vorbeigelaufen. Oh, hier ist Grünschimmel. Oh oh. Na komm her, Erscheinung. Dich kriege ich auch noch. Sehr schön. So, wir lesen erstmal die Grabinschrift, ne? Zeig mal, den Link muss ich mal angucken hier. Also den grauen habe ich nicht. Ich habe den von dem ADAC-Bild oben, den rosafarbenen, ne? Den mit dem großen D da drauf. Den habe ich noch. Oder? Doch, habe ich. Ich habe den noch nicht umgetauscht.
Und ich hätte, wäre es nicht ein Jahr zu früh gewesen, den DDR-Führerschein noch gehabt. Hier ruht der Hexer, bekannt als Raven. Ein großartiger Krieger und Verteidiger der Schwachen, geehrt sei sein Name. Haben wir noch eine Schriftrolle und Überreste von Rabes Rüstung. Ich muss dir aufzählen, wie einen Elfen-Minnesänger geht. Haben wir vielleicht sogar alle Gegenstände dadurch, die wir brauchen? Buch des Donners. Auszug aus der gestohlenen Hexergeheimnisse enthält Formeln. Wie sind die Hexergeheimnisse dahin gekommen? Ja, ich weiß schon. Die waren ja vorher schon existent. Aber guck mal. Formel für Donner, Vollmond, Würger und Vampiröl. Haben wir damit jetzt? Ich lasse das hier aber gleich liegen. Weil es würde Geld bringen, aber es ist doch Platz, ne? Grabinschrift, da sind die Sachen, hier sind noch Überreste. So. Da war noch Schimmel. Wo kommen wir denn hier hinten eigentlich raus? Gar nicht. Okay. Was ist der Motorradführerschein? Muss ich auch noch irgendwann machen. Was ist das hier? 1B, also sprich den bis 125 Kubik, den habe ich ja gemacht. Aber ich habe den reinen Motorradführerschein nicht gemacht. Den muss ich noch irgendwie nachholen. Die Frage ist bloß, ob ich so großartig fahren würde, ne? Das ist dann immer so ein Punkt. Na toll, vergiftet. Nee, das haben sie extra deshalb nicht gemacht, damit du nicht dasselbe mitnehmen kannst, Molly. Ja, manchmal versteht man das wirklich nicht, was da passiert. Was ist das? Straße zum alten Herrenhaus. Ach du Heiliger, was ist denn hier? Hier haben wir noch die Gruft der Striege. Da müssen wir auch noch hin. Hier ist nochmal eine Flüchtlingshöhle. Wie viele Höhlen gibt es denn hier? Okay, wir müssen da lang. Da sind oben Ritter, okay. Das ist ja hier Wahnsinn, der Laden. Weißt du, durch dieses hohe Gras und was weiß der Geier alles hier, ist das halt so kompliziert hier. Muss ich denn jetzt hin? Gruft? Ich muss nach oben, wa? Unbekanntes Kraut. Naja. Da ist doch eine Höhle. Hä? Wo geht's da hin? Jetzt hol dir einfach mal hier eine andere Höhle raus. Stein des Wanderers. Was es hier nicht alles gibt. Kann ich nicht benutzen. Das geht auch, okay. Feuerstelle, Pilze und toter Raum. Hauptsache ein Feuer brennt hier. Da ist doch ein Vetter. Der fette Rahmerott. Oh, Entschuldigung. Habt ihr jemanden getroffen, der Antoinettes Bote sein könnte? Nein. Wenn ihr den Boten seht, sagt ihm, dass ich warte. Das werde ich tun. Ist hier besonders auffällig wieder die Klonkrieger-Fraktion, ne? Wirklich? Doch.
Ist möglich. So, hat sich voll gelohnt. Nicht? Und jetzt muss ich trotzdem noch gucken, wie ich da jetzt hinkomme, wo ich eigentlich hin will. Ich will zur Gruft der Striege. Vielleicht kann ich ja hier hinten irgendwo... Ich mag die nicht. Die sind mir zu schleimig. Toll, hier geht's nicht durch. Ah, dafür kann man den weg... Nee, okay. Dafür kann man den wegrennen. Bloop. Bloop klingt nicht gut. Hier. Ich muss doch hier hoch. Kreis des stillen Donners. Das ist doch ein Örtchen, oder? Wie komme ich zum stillen Örtchen hin? Hier drüben rüber, ne? Hier so, ja. Da liegen ja einfach mal die Gebeine überall rum. Das ist ein Friedhof, ja. Ah, ich glaube, das ist die Gruft. Nee, das ist nicht die Gruft. Oder? Willerath. Den kennen wir doch auch. Oh. Herr, habt ihr meinen Sohn gesehen? Er hat strohblondes Haar. Die Stimme passt überhaupt nicht. Ein Kind von 12 Wintern. Nein. Tut mir leid. Ich habe hier Feuer gemacht, damit er durch den Nebel findet. Oh, mein geliebter Sohn. Ich hoffe, ihr findet ihn. Ich suche die Striege, die hier irgendwo ihr Versteck hat. Herr, seht ihr die alte Kirche auf dem Hügel? Die Striege lebt in der Gruft. Nachts erwacht sie und streift durch die Gegend auf der Suche nach Blut. Sie lässt euch in Ruhe? Einmal hatte sie es auf mich abgesehen. Aber ich bin nicht weggerannt, denn ich hüte dieses Feuer, das meinen Sohn durch die Nacht führen soll. Das Ungeheuer zögerte und lief dann weiter. Seither meidet es mich. Interessant. Aber ich habe einmal gesehen, wie sie einen Mann erwischt hat. Es war grauenhaft. Erzählt mir davon. Oder du gehst einfach 2027 zu beiden Sachen und verlängerst die. Man kann ja auch vorher verlängern. Die Brücke ist kaputt. Als das Haus meiner Nachbarn von Elfen in Brand... Jetzt klingt aber anders. ...bin ich aus der Stadt geflohen. Die wollten mich zur Armee einziehen. Zum Glück ist König Foltes zurück. Der legt diese Anderlinge wieder an die Kette. Richtig so. Wisst ihr, was ich meine? Ja, wenn das Friseurterminproblem immer noch so ist, dann merkt es sowieso keiner. Ab einem bestimmten Alter ändert man sich da sowieso kaum noch. Die maulen nicht, die wollen ja die Kohle. Lieber ein Jahr eher als ein Jahr später. Oh, das ist wirklich eine Striege. Oh. Ach, die Gruft ist da drinne. Okay. Aber interessant, dass der Typ in der Zwischensequenz, ja, in der Zwischensequenz eine andere Stimme hatte als so.
Ihre Majestät die Striege, ich muss nach Einbruch der Nacht zu der Gruft gehen. Es ist heiß in diesem Ding. Ja, es ist heiß, es ist heiß. Ach. Seid gegrüßt, Geralt. Foltes bat mich, nach euren Fortschritten zu sehen. Ja, Überwachung. Vertrauen ist unerlässlich. Stimmt, aber dieses spezielle Ungeheuer ist seine Tochter. Warum seid ihr hier? Foltest weiß genau, dass jemand den Fluch erneuert hat. Er kann nicht glauben, dass Adda von allein zur Bestie wurde. In der Gruft könnten Beweise sein. Ach so. Foltest bittet euch, den Sarkophag zu durchsuchen, in dem die Prinzessin schläft. Liefert alle Beweise ab, die ihr findet. Ich werde den Befehl des Königs befolgen. Und jetzt führt mich zur Prinzessin. Folgt mir. Es ist aber noch nicht Nacht. Es ist noch nicht Nacht. Habt ihr denn den Questtext nicht gelesen? Es ist nicht Nacht. Verdammt, ist das heiß in diesem Ding. Wie folgt mir? Ach, der Herr bleibt da hinten stehen. Ich soll hier alleine runtergehen. So, was haben wir denn eigentlich aktiv gerade? Das geht doch bald weg. Bevor ich das hier mache, bevor ich das nämlich doppelt und dreifach mache, ne, gucken wir erstmal, ob die Striege rauskommt. Aber dass die immer so voll ausgeprägte Gruften haben, das finde ich super. Oh, in der Feuerstelle kann ich warten. Oh, der hat es nicht geschafft. Da ist ein Sarkophag. Erstmal zur Truhe. Der letzte Wunsch. Hundeteig. Ey, wir kriegen die Quest doch fertig. Alraun-Tinktur. Starker Alkohol geht nicht mehr. Alchemistische Paste. Zinfriedöl haben wir noch. Und, na, schade. Da ist noch ein Buch. Ustriz. Okay. Ich lese erstmal das Buch. Lesestimme. Okay. So, Tagebucheintrag erledigt. Dann nehmen wir jetzt das Buch. Oh, das ist ein Quest-Item. Aber das können wir lesen, ne? Ich verfluche euch, Foltest, und hoffe, ihr schmort in der Hölle. Ich verfluche eure inzestiösen Taten. Eure Schwester Adda hat einen besseren verdient. Ich flehe das Schicksal an, auf das euer Lüsternheit Kind so monströs sein möge wie ihr selbst. Wenn die Hexe die Wahrheit gesagt hat, werdet ihr meine Rache bald schmecken. Ich muss lediglich alle Zutaten vorbereiten und die Worte dreimal aussprechen. Manche sagen sogar, die Worte seien nicht erforderlich. Man muss nur hassen. Und mein Hass brennt wie Feuer. In Randnotizen steht etwas über diesen Fluch, als wollte jemand herausfinden, wie dieser Fluch zu erneuern ist. Ja, ich bin da ein bisschen zu eigen. Ich kann nicht mit einer Haarschneidemaschine. Geht nicht. Ich brauche es immer sehr pflegeleicht, aber rein jetzt nur eine Schnittlänge und so, das geht bei mir nicht irgendwie. Ne, man kann es eitel nennen. Nee, eitel ist es ja nicht, aber ich lege da schon ein bisschen Wert drauf. Und wenn die anfangen zu kringeln, ich bin dann so diese Fraktion Lockenkrieger irgendwann, ne? Wenn eine bestimmte Länge da ist, dann, und ich die nicht mehr gebändigt kriege, dann muss der Pelz leider runter. Leider muss der runter. Aber ich gucke erstmal noch hier hinten, nicht, dass wir überrascht werden. Hier ist auch noch eine Feuerstelle, das ist gut. Und ein Leichnam. Gelber Meteorit. Stein des Wanderers. Hier ist noch einer, aber den kann ich nicht triggern.
Ja, wenn K1 das kann, ist doch super. Also jetzt während Corona habe ich auch meine bessere Hälfte an meinen Bart rangelassen. Das ist nämlich genau so ein gleiches Ding. Weiß ich nicht. Aufzeichnung eines Elfen-Minnesängers. Ey, das brauchen wir. Und Bärenfett. Ja, das, wofür auch immer wir Bärenfett brauchen. Warum habe ich denn die ganzen scheiß Splitter mitgenommen, ich Idiot? Ich habe doch hier keinen Platz. Aber wir können ja vielleicht noch ein bisschen Alkohol gleich verbrennen. Das machen wir mal. Hier zum Beispiel wenig Alkohol. Brauchen wir nicht. Wenig Alkohol ist doof. So. So, wir müssen uns eh jetzt hinsetzen. Einmal speichern. Ja, bei mir ist das halt Problem Bartschneiden und Spiegel. Ja, ich bin mit diesem Spiegel verkehrt schnippeln, das kann ich überhaupt nicht. Aber zum Glück sind meine Anforderungen für die Form des Barts jetzt nicht so extrem groß. Das heißt, es geht recht gut mit langen Schnitten, ne? Und ja. So, dann gucken wir mal. Es ist Mittag. Wir schauen mal, dass wir hier ein bisschen weiße Möwe erzeugen. Ja. Da lichtet sich auch schon ein bisschen der Alkoholkeller. Wir nehmen noch ein paar Schwalben mit. Was nehmen wir denn noch? Warte mal, was ist denn? Ist aber keine Nekrophage, ne? Haben wir irgendwas mit Striegel? Wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, was die für einen Schaden verursachen. Also welche Form von Schaden? Geist ist es nicht. Giftresistenz weiß ich nicht. Insektoidenöl. Insektoid ist es nicht. Nee. Wahrscheinlich hier. Resistenz gegen Bluten und um 70%. Stillblutung. Anti-Strie. Ja. Die gibt es leider nicht. Hab ich nie gefunden. Anti-Strie. Wir haben hier noch Vollmond. Erhöht die maximale Vitalität. Aber da sind wir, glaube ich, zu besoffen für nachher. Was nehmen wir denn da noch Hübsches? Versteckt. Wann war es hier? Bindekraut. Kann auch sein, dass es Säure spuckt. Ne? Ich hab es aufs Intro nicht an. Achso, warte mal. Wir gucken einfach mal unter Striege nach, wa? Vorkommen, Immunität, resistent gegen Stahl und die meisten Effekte, okay, ist klar. Anfälligkeit, empfindlich gegen Silber. Eine Striege kann man von ihrem Fluch befreien, wenn man eine Nacht in der Nähe ihres Sarges lebend übersteht. Der stärkste Schwertstil ist am wirkungsvollsten gegen sie. Danke. Taktik, Striegen sind sehr starke und wendige Kreaturen, aber nicht so zäh, wie es scheinen mag. Eine Striege greift überraschend an und versucht, ihren Gegner in Stücke zu reißen, ohne ihm eine Chance zur Gegenwehr zu lassen. In der Nähe ihres Sarges ist eine Striege stets stärker. Striegenherz, okay. Gut, das heißt, mit Reißen, wir müssten theoretisch mit, ja, geht gleich los, mit, also mit dem hier, einen hier, ne, nee, wo war denn das hier, Gift ist es nicht, Sache mal. Was ist das mit dem Bluten? Aber hier, das können wir einmal nochmal nehmen. Ja. Was ist das mit dem Bluten? Wahrscheinlich fehlt mir jetzt da was. Hier, den Kuss. Okay. Ich mache mal jetzt erst nur ein kleines Stück. Ne? Ich will mein Inventar fertiglegen. Und wir werden auch die Waffe schon auf schweren Angriff stellen. Okay, steht auf schwer. Okay.
Dann packen wir uns die Sachen hier alle so ein, wie wir sie brauchen. Weiße Möwe brauchen wir da nicht. Den Schneesturm brauchen wir nicht. Den tauschen wir gleich aus mit was anderem. Wobei, wir haben nur eins. So, warte mal. Wo ist denn? Habe ich keine Schwalben produziert? Warum habe ich das gemacht hier? So, dann trinken wir nämlich nachher Tafelwasser, essen ein etwas zu essen, machen, ja, gucken wir mal. So. Oh, bitte nicht gleich sofort angreifen. Toll, das liegt auch noch unten. So, einmal eine Schwalbe. Da ist der Kuss. Dann brauchen wir noch ein Brötchen. Oder hier Bons. Dann brauchen wir noch ein bisschen was auf unser Schwert. Was nehmen wir denn da? Geisteröl brauchen wir nicht nehmen. Vermute ich jedenfalls ganz stark, dass wir es nicht nehmen brauchen. Ja, wir gucken mal. So, das speichern wir auch extra ab. So, da drauf. Und dann gucken wir mal. Wo ist die? Aber die Quest ist aktiv, oder? Was hat der für eine Quest hier? Nach Einbruch der Nacht. Abend. Wo ist denn die? Na, jetzt geht's ab. Ist aber gut. Was? Hä? Das waren bloß drei Schläge. Ja, wir sind ja stärker als im Intro. Versteht sich ja von selbst. Wir haben aber hier alle... Ich habe den Beweis. Okay. Okay. Naja, wir haben vorher alles uns angeguckt hier, ne?
da geht's raus. So, wer greift mich jetzt an hier? Und? Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velarat. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Striege ist tot. Jetzt ist es wieder sicher. Ach, Hexer, ihr hättet sie beim ersten Mal für einen Topf Gold erschlagen sollen. Dann wäre das Problem aus der Welt gewesen. Ich hatte keine Wahl. Der Fluch konnte nicht aufgehoben werden. Ein Jammer. Ich war mir so sicher, dass ihr Erfolg haben würdet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Also es ist zwar schön, dass Geralt es verstehen wird, aber ich nicht. Ich werde dem König von meiner Entdeckung berichten, sobald ich ihn sehe. So, Questaktuelle süße Rache. Ich muss zum alten Herrenhaus gehen, wo ich finden werde, wonach ich suche. Ich soll zum Anwesen gehen und mich um Azar Javed kümmern. Oh, ist das hier Endkampf?